Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu New Pokémon Snap. Ihr wollt auch gerne euer Lusardin in eurem Fotodex registrieren und dementsprechend die Lumina-Zone in Copia freischalten und wisst nicht, wie das Ganze geht? Ich zeige euch das in diesem Video. Nach dem Intro geht's los, bleibt dran, viel Spaß! Was müsst ihr alles erledigen, damit ihr das Ganze freischalten könnt? Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst Copia Lentium Meeresgrund mindestens Forschungslevel Stufe 2 sein. Und wenn ihr dann diese Bahn bereist, könnt ihr Wummer fotografieren im letzten Drittel. Und das solltet ihr auch tun und diese im Fotodex registrieren. Wenn ihr das getan habt, dann verändert sich noch einmal die Strecke. Und zwar um eine ganz kleine Sache, nämlich um ein Wummer, das ihr ganz am Anfang seht. Dieses versucht mit seiner Attacke den alternativen Weg, die alternative Route zum Meeresgrund direkt freizuschalten. Also wo es richtig tief in die Tiefe geht und ihr müsst ein bisschen unterstützen. Ich habe das Ganze hier einmal drin, ihr seht es hier, da ist das Wummer, um das es geht. Und das solltet ihr von Anfang an im Auge behalten. Ganz klar, ihr könnt es fotografieren, aber wir wollen jetzt dieses Wummer einfach ein wenig unterstützen, damit es uns die alternative Route freischaltet. Und das passiert hier relativ am Anfang. Ihr seht es hier, ich bin drauf und das Wummer, es schwimmt jetzt los. Und als kleiner Tipp, wenn es losschwimmt, dann bewerft es einfach schon mal mit einer Lumina-Kugel. Bewerft es permanent, somit kann nichts schief gehen, denn solltet ihr zu spät werfen, funktioniert das Ganze nicht. Ihr seht es hier, es geht hier zu diesem Höhleneingang und macht seine Attacke und voilà. Die Felsbrocken bröseln dahin, der Weg ist frei und jetzt gilt es darum zu scannen und den alternativen Weg zu wählen. Ihr kommt jetzt auf eine relativ lange alternative Route, wo ihr viele, viele andere Pokémon fotografieren könnt und wenn ihr das abgeschlossen habt, dann geht es weiter. Der Professor erzählt euch, dass er irgendwas in die Tiefen des Meeres bemerkt hat. Und na klar, hier geht es um das Lumina-Phänomen und wir sollten dementsprechend die Reise antreten. Wenn ihr jetzt auf Erkunden klickt, dann habt ihr in Copia bei der Lentil-Meeresgrund-Region die Möglichkeit, in die Lumina-Zone zu wechseln und könnt jetzt hier das Foto machen, welches wir haben wollen. Es handelt sich natürlich um das Lusardin. Seid euch der Sache bewusst, dass ihr die Einzelform nicht im Fotodex registrieren könnt. Ihr seht es hier, der Schwarm, er löst sich auf. Und um dann Lusardin in seine Lumina-Form zu kriegen und ein Foto schießen zu können, müsst ihr diese Einzelform mit Lumina-Kugeln bewerfen, bis dann irgendwann das große Lusardin sozusagen erscheint in der Schwarmform. Dieses könnt ihr fotografieren und habt dann auch dieses Pokémon im Fotodex registriert. Jo, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen, knappen Video helfen, die Fragen beantworten, die da aufgekommen sind. Herr Arbeit bedankt sich wie immer fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.